Moin, moin und herzlich willkommen zurück zum Iron Kerman. Ja, wie ihr seht, habe ich als nächstes angefangen, mich mal ein bisschen um die Probe um Yul zu kümmern, während ich mich mit der Pride auf ihr Manöver zubewegt habe und habe sie erstmal ein bisschen runtergebremst, damit sie nicht mehr ganz so schnell ist beim Eintrittsversuch und dann nochmal den Orbit um Yul auch ein bisschen angepasst von unserem Laite Lander Rover, damit er bald mal Laite treffen kann. So, und dann kam auch schon die Pride und bei der Pride habe ich eine etwas umfangreichere Manöver Kombination gemacht. Das hier ist das erste, der Plane Change. Es kommt jetzt gleich eine Übersicht, da zeige ich euch einmal, was ich da genau im Detail tue. Und zwar ist das eine Abfolge von vier Manövern. So, jetzt einmal hier in groß. Ganz links seht ihr das Manöver, was ich gerade mache, den Plane Change. Direkt gefolgt von einer starken Abbremsung. Also der Plane Change, um wieder in die normale Plane zu kommen. Dann bremse ich ab und gehe ganz tief über Yul ran, mache zwei Korrekturmanöver, um dann wieder nach Pol rauszukommen. Das hat den Sinn, dass ich momentan in einer sehr ungünstigen Position zu Pol stehe von Bob aus, aber halt schnell da sein möchte. Und so komme ich innerhalb von, ich glaube, 30 Tagen hin, indem ich halt einfach einmal tief ins Yul-System eintauche und wieder raussteche. Das ist sehr fuelaufwendig, ist aber letztlich nicht so wild, weil, wir erinnern uns daran, wenn ich irgendwas habe, dann ist es halt Fuel. Davon habe ich nämlich viel. So, hier wie gesagt das erste Manöver davon aus dieser Serie von Manövern, mit der ich mich darauf vorbereite. Nebenbei habe ich immer noch meine Xenon-Container im Auge behalten, weil jetzt bald der Zusatztank, der innen drin verbaut ist, leer ist. Und das ist er nämlich jetzt. Jetzt habe ich schon einmal umgestellt auf die externen Tanks, habe noch mein Manöver zu Ende geflogen und dann habe ich in guter alter Eva-Manier mich des Zusatztanks erledigt. Ich habe nämlich einen Körbel dahinter gesteckt, in den Frachtraum rein, dann habe ich umgeschaltet und den Tank gelöst und dann einfach mit dem Körbel, mit dem Jetpack den Tank weggeworfen, um einfach wieder ein bisschen Gewicht zu sparen. Das sind wieder, ich weiß es gar nicht, 2-3 Tonnen weniger. Und mit jeder Tonne, die ich abwerfen kann, wird mein Mutterschiff natürlich einfach auch ein bisschen effizienter und ich kann noch besser die Manöver fliegen. So, soviel zu dem Thema. Jetzt kam dann da das große Warten auf das nächste Manöver und vorher habe ich mich noch ein bisschen vorbereitet, um eben alles in gleiche Inklination zu bekommen, also den Lander gerade rangebaut. Danach habe ich die Probe, die vorne dran geklatscht war, noch nach hinten gelegt, um einfach mehr Solarpanels zu haben, die noch in der Sonne stehen, weil das nächste Manöver, habe ich festgestellt, dann mich auf die Sonne ausrichtet und wenn ich vorne die Panels habe, decke ich alle anderen Panels mit Schatten ein. Ja, und dann kam ein verdammt langes Bremsmanöver, in dem ich verdammt lange, also so, ich glaube insgesamt 350 Delta V, runterbremse, um nach innen zu kommen. Hier seht ihr auch nochmal die verbleibenden Manövernotes ganz schön. Ich habe die Beschleunigung in zwei Manövernotes aufgesplittet, weil es halt so viel Delta V ist und ich mit dem Strom so Probleme habe. Und deshalb einfach diese Anpassung auf zwei Manövernotes. Und dort, wo die Apoapsis ist, werde ich nachher mit kleineren Korrekturen hoffentlich Pol treffen. Also es sah zumindest in der Manöverplanung so aus, als ob das funktionieren könnte. Das ist quasi meine Abkürzung. So, ja, das Manöver hat ein bisschen länger gedauert. Das bin ich mittlerweile ja gewöhnt, weil Strom halt einfach problematisch ist. Aber alles in allem sieht es ganz gut aus. Also ich habe es relativ exakt getroffen. Und dann ging es wieder los. Nochmal den Rover für die Landung nach Laite ein bisschen größer machen. Und dann kam eine Korrektur der Probe, also der Yul Probe, in den Bereich, dass ich in die Atmosphäre von Yul reinkomme, und zwar auf 140 Kilometer. Noch eine letzte Korrektur beim Rover, und jetzt war die Hoffnung halt, dass wenn ich diesen Umlauf jetzt durch habe, ich hoffentlich ein Rendezvous mit Laite hinbekomme. So, dann ging es nochmal kurz ein bisschen die Batterien aufladen, Panels rein, hinter dem Schirm verstecken und Abflug in die Yul-Atmosphäre, denn es gilt zu beweisen, wird die Probe wirklich zerstört, wenn sie in die Yul-Atmosphäre eintaucht? Und naja, das werden wir jetzt gleich mal rausfinden, ne? Und deshalb habe ich sie einfach fallen lassen. Also das hat ganz gut geklappt. Der Hitzeschild hat den Wiedereintritt überlebt und dabei nicht mal die Hälfte seines Volumens verloren. Also das war ganz okay insgesamt. Und dann hieß es, die Probe fallen lassen und fallen lassen und fallen lassen und fallen lassen. Das hat echt ewig gedauert. Also das war so ein bisschen endlos Spiel, weil es geht verdammt lange, verdammt weit runter auf Yul und dieser Hitzeschild entwickelt doch eine ganz gute Bremswirkung in der dichten Atmosphäre. Und dann habe ich irgendwann Laite sehen können. Ich glaube, dass das Laite war. Also in wilde Grafik wieder reinkommen und
Boom, bei minus 250 Metern pro Höhe hat es geknallt und ich bin in Jol reingecrasht. Um die Frage also zu beantworten, ja, die Probe wird zerstört bei minus 250 Metern. Dann bin ich einmal erstmal im Space-Dings auf das falsche Schiff gegangen, ich wollte nämlich eigentlich dahin, und habe mir dann angeguckt, was kann ich denn jetzt eigentlich tun, manövertechnisch, um nach Jol zu kommen. Hab tatsächlich auch ein Rendezvous hinbekommen, das kann man hier ganz gut sehen. Also einen Umlauf noch rum und Action, denn ich habe irgendwie so 10 Tage Zeit bis zum nächsten Manöver der Pride. Deshalb kann ich mich jetzt mal um die anderen Sachen kümmern. Und ich Randnotiz nochmal: Jol-Mission erledigt. So, jetzt kommt Laite dran. Denn ich habe da ja noch so einen Drop-Pod, den ich absetzen will. Und das war so ein bisschen wackeliges Manöver. Das war irgendwie komisch. Ich muss da nochmal ein bisschen nachsteuern, damit das funktioniert hat. Am Ende des Tages, trotz aller komischen Anzeigen, bin ich aber in eine Laite-Umlaufbahn gekommen, habe mich dann dort natürlich auch brav in den Orbit gebremst. Und ja, da das mit den Cliffhangern so gut funktioniert hat beim letzten Mal und ihr alle sehr, sehr, sehr gespannt auf die nächste Folge wart, würde ich mal sagen, ich übertreibe es damit nicht, aber wir bereiten mal den neuen Cliffhanger vor. Also erstmal kam natürlich die Bremsung und das nehme ich schon mal vorweg. Die Bremsung hat funktioniert. Also ich habe es geschafft, in ein Laite-Orbit zu kommen. Das war relativ schnell auch klar. Und habe mich dann halt ein bisschen runtergedrückt. So. Das hieß dann einfach Umlaufbahn immer mal wieder rum. Also ich bin nochmal rum, habe das gesenkt, weil das Problem ist halt, die Kerbals fliegen Cabrio. Und das heißt, es wird wahrscheinlich ein bisschen heiß beim Wiedereintritt. Was ich jetzt vorbereiten wollte, ist so niedrig wie möglich Orbit zu haben, damit ich mit so wenig Geschwindigkeit wie möglich in die Atmosphäre eintrete, um so wenig Hitzestress wie irgendwie möglich auf diese Kapsel zu erzeugen. Wir erinnern uns, ich kann nichts steuern bei der Kapsel, die Köpfe der Kerbals gucken raus. Und auch so ist es prinzipiell das schlechteste Gefährt, mit dem man aus dem Orbit abgeworfen werden möchte. Trotzdem lasse ich mir das natürlich nicht nehmen, das zu machen. Und das hat mich ein paar Umläufe gekostet. Ich glaube, ich bin dreimal rum, bis ich die Apoapsis halbwegs hatte. Habe dann die Periapsis nochmal angepasst, also die schon mal auf 50 Kilometer runtergezogen. Und habe dann, last but not least, nochmal die Apoapsis eingeklemmt, dass die auch funktioniert. Also insgesamt ziemlich, ziemlich viel um Laite rum manövrieren, aber mit dem Hintergedanken halt, dass meine Kapsel einfach nicht das ideale Gefährt ist, um Wiedereintritt zu fliegen. Und jeden Meter, den ich schon mal rausnehmen kann, einfach ein Meter ist, der den Eintritt erleichtert. So, und jetzt kam quasi das große Bremsen mit Vorbereiten. Und ihr seht, jetzt droppt die Periapsis unter die 50 Kilometer. Und das heißt, sich langsam darauf vorbereiten. Denn jetzt heißt es einbremsen. Kleiner Scherz gemacht, das ist natürlich kein Cliffhanger gewesen. Und dann kam das Absetzen runter in die Atmosphäre. Ich habe den Drop-Pod entsprechend ausgerichtet. Und weil ich ihn ja nicht mehr bewegen kann, habe dann mit der Probe mich erstmal wieder in Sicherheit gebracht, weil die Probe würde ich gerne behalten. Die brauche ich noch ein bisschen. Und habe erstmal meinen Orbit wieder über die 50.000 gebracht, dass ich fröhlich die Probe rotieren lassen kann und mich erstmal nur darum kümmere. Ja, und dann war ich quasi zum Zuschauen verdammt. Also ich konnte hier gar nicht viel machen. Meine einzigste Aufgabe am Ende des Tages war, irgendwann mal. Genau, ich habe erstmal eine Upper Atmosphere. Ich weiß nicht, ob das schon zählt. Ist nicht so genau gestated. Also, ich habe einmal die Atmosphäre gemessen und das nach Hause oder einen Crew Report gemacht, sagen wir es mal so, und das nach Hause geschickt. So, und dann hieß es wieder zugucken, denn ich kann halt nichts steuern. Und die Kerbals bremsten sich so langsam, aber sicher in die Atmosphäre ein. Und ja, wie gesagt. Ich kann nichts tun. Ich habe keine Reaction Wheels. Die Sitze haben keinen Torque. Ich habe keine Steuerflächen. Das heißt, es gibt wirklich nichts, aber auch gar nichts an diesem Gerät, was irgendwie steuern kann. Also war ich zum Zuschauen verdammt und habe meinen Kerbals zugesehen, wie sie langsam aber sicher tiefer in die Atmosphäre eintauchen. Und dann wurde es auch ein bisschen heißer. Das Schöne ist, da habe ich mich ein bisschen drüber gefreut, durch diesen Docking-Port, vermute ich jetzt mal, ist das Gefährt ins Rotieren geraten. Ihr seht, dass die Kerbals immer wieder mal, das sind die Kerbal-Köpfe, die da erhitzt werden.
Also die Rückseite des Helms hat halt auch nur eine begrenzte Hitzeaufnahmefähigkeit. Und ich war sehr, sehr dankbar, dass diese Rotation zustande gekommen ist, weil dadurch haben sie es, glaube ich, überlebt. Weil ansonsten wären die vermutlich gegrillt worden und so sind sie immer mal wieder aus der Hitze rausgedreht worden. Und tadadada, ich habe den schlimmen Teil überstanden. Dann hatte ich eine ziemliche Schnapsidee, nämlich den Hitzeschild abzuwerfen. Ab da ist irgendwie alles außer Kontrolle geraten. Naja, hieß am Ende des Tages, die Jungs sind in einer ziemlichen Waschmaschine runtergekommen, also Jungs und Mädels, es soll ja eine Kolonie mal werden. Das Hitzeschild hätte ich vielleicht erst ein bisschen später abwerfen sollen. Also Randlektion, ne? Wenn ihr Hitzeschilder abwerfen wollt, dann macht das erst, wenn ihr Full Deploy eures Fallschirms seid. Dann habt ihr nämlich mehr Drag nach oben und werdet das Ding auch sauber los, während so einfach ein riesiges Getaumel entsteht. Ja, und bei 1000 Metern ging dann natürlich auch der Schirm in den Full Deploy und hat uns abgebremst. Und dann ging es nur noch ganz gemütlich, ein bisschen vor sich hinschaukelnd. Das sieht jetzt schlimmer aus, als es dann noch war, durch den Zeitraffer, in Richtung Wasser runter. Und dann blieb ja noch eine Sache aus, nämlich dafür zu sorgen, dass ich dort unten einmal eine Atmosphärenmessung vornehme. Und jetzt kam mal der tricky Part, und das ist jetzt ein bisschen auch an die Jury gerichtet. Ich habe kein Atmosphärenmessgerät gehabt und ich habe halt einen Crew Report gemacht, weil die Kerbals können ja über. Also sind ja Kerbals da, deshalb habe ich auch die Kerbals runtergeschickt. Auch nachdem ich jetzt wusste, dass das Minuspunkte gibt, wenn ich sie nicht mit nach Hause bringe. Denn diese Kerbals können ja jetzt gucken, wie die Atmosphäre funktioniert und mal tief ein- und wieder ausatmen und das nach Hause funken. Deshalb ist eine Antenne mit dran. So. Und das habe ich dann nämlich auch getan, einmal aufgemacht. Ach, ich habe sogar ein Pressmatbarometer, also ich habe sogar den Atmosphärendruck gemessen und habe das rausgefunkt zusammen mit einem EFA-Report. Und ja, hoffentlich jetzt hiermit hochoffiziell erfolgreich erledigt die Laite-Mission. Und als nächstes geht es dann weiter nach Pol. Vielen Dank fürs Zuschauen. Mein Name ist Robert und tschüss.